bei seiner Rückkehr in den Park. Spürbar auch bei der Mannschaft die Euphorie. Ja, so ein bisschen wie zu Hause ankommen und dabei willkommen geheißen werden von den Rängen. Wohlfühlatmosphäre im Wohnzimmer Ludwigsparkstadion, das ist gut so. Denn der heutige Gegner ist ernst zu nehmen, der VfL Osnabrück. Die große Unbekannte, denn vergangene Woche mussten sie zuschauen. Gegner Duisburg musste Corona-bedingt passen. Jetzt die erste Bewährungsprobe beim 1. FC Saarbrücken vor einem fußballhungrigen Publikum. Sven Roland. So hört sich das an, wenn im Ludwigspark endlich wieder Fans im Stadion sind. Das ist doch direkt ein ganz anderes Fußballspiel. Das sieht sicherlich auch Maurice de Ville so. Er endlich mal ohne Maske an seinem Geburtstag. Das Geburtstagskind will sich natürlich heute auch ein Geschenk machen. Am liebsten ein Tor vor einem so tollen Haus im neuen Ludwigspark. Die Fans euphorisiert, die Mannschaft euphorisiert. Aber Gegner Osnabrück darf man natürlich nicht unterschätzen. Zweitliga-Absteiger und deswegen wahrscheinlich eine große Nummer. Die sind nicht einfach zu schlagen, aber Blau-Schwarz scheint bereit auf jeden Fall. Die Fans sind es. Blau-Schwarz von links nach rechts. Bisschen unter Druck gesetzt. Immer wieder finden sie vorne die Anspielstationen. Minus Goras ist durch und wird dann gefoult. Haktab Omar Traoré und der Schiedsrichter entscheidet auf Notbremse. Für mich die richtige Entscheidung. Goras wäre alleine durch gewesen und Haktab Omar kreuzt seinen Weg und somit fällt Goras. Die kann man auf jeden Fall so geben. Das Foul kurz vor dem Strafraum, wie man hier auch noch mal sieht. Deswegen nur Freistoß, kein Strafstoß. Und der ist schon richtig gefährlich. Die Standards haben sie extra noch mal eintrainiert am Freitag. Viele Eckbälle geschlagen im Training und auch Freistöße. Das zahlt sich hier schon mal aus. Julian Günther Schmidt, der wäre fast reingegangen, aber Felix Siegel, die Bank im Osnabrücker Tor. Simakala, es scheint aber geklärt. Dennis Erdmann, ja, was macht der denn da? Der Earthman stolpert den Ball in der sechsten Spielminute selbst ins Tor. Er kann es auch selbst nicht so richtig glauben. Was ein Gurkeneigentor. Die Situation eigentlich längst geklärt. Uwe Koschinat bedient. Simakala eigentlich gut bearbeitet von Manuel Zeitz, kein Foul und dann muss er ihn eigentlich wegschlagen. Einfach nur ins Aus. Er will aber Technik beweisen und das geht schief. Somit Saarbrücken früh 0:1 hinten, aber sie sind ja ein Mann mehr. Das heißt, einfach gut ausspielen und kreativ nach vorne. Das versuchen sie dann anschließend. Dave Knase. Immer wieder geht es über Dominik Ernst, über rechts, im Zusammenspiel mit Grimaldi. Das wirkt schon mal eingespielt, obwohl sie noch gar nicht so lange zusammen auf dem Platz stehen. Ernst beim Einwurf, Knase, wieder Ernst, der will zu Grimaldi und da gibt es wieder Einwurf. Der FCS setzt sich vorne fest. Knase, Julian Günther-Schmidt kommt an die Flanke aus dem Halbfeld und da ist das 1:1 auf jeden Fall verdient. Saarbrücken hat zu dem Zeitpunkt mehr vom Spiel und so sieht's aus, wenn endlich wieder Fans im Ludwigspark das Tor feiern. Immer wieder gefährlich über rechts, Knase und dann setzt sich Günther Schmidt aber auch wirklich gut durch, ist vor dem Abwehrspieler, kurz bevor der Ball kommt. Das macht den Unterschied aus zu diesem Tor. Und dann schon wieder Eckball. Saarbrücken drückt jetzt auf die Führung. Müller, Buras,
Grimaldi kommt nicht ganz dran. Der neue Stürmer des FCS will unbedingt seinen ersten Treffer für seinen neuen Verein. Er hat vor der Saison gesagt, ich bin für Tore hierher gekommen. Günther Schmidt. Und es wird wieder gefährlich. Zeitz. Vom Mittelfeldchef ist der ja unter Uwe Koschinat zum Abwehrchef umfunktioniert worden. Der Kapitän muss in der Innenverteidigung spielen. Alboné Uafero verletzt ist, hat sich schwer verletzt. Und sie tragen auch beim Einlaufen und Einspielen sein Trikot heute, die FCS-Spieler. Aber dann kommt wieder Osnabrück. Wieder gefährlich. Es ist ein Spiel auf Augenhöhe und man merkt nicht so richtig, dass Osnabrück ein Mann weniger ist in dieser Phase. Da hat Batz Glück. Die Latte ist im Bunde mit dem FCS. Der FCS versucht hinten rauszukommen und dann kommt es zu dieser Szene. Sven Köhler prallt mit seinem Mitspieler zusammen und muss minutenlang auf dem Feld behandelt werden, ist sogar kurz bewusstlos. Aber dann wird er schnell von den Ärzten behandelt und wird auch sofort wieder wach und kann vom Feld getragen werden. Er ist jetzt im Krankenhaus und wir haben die Info, dass es ihm so weit wieder gut geht. Osnabrück nicht geschockt, eher der FCS. Osnabrück kommt direkt wieder über links. Und dann ist Simakala in der Mitte und kurz vor der Pause macht er die Führung. Und man muss sagen, es ist nicht mal unverdient. Osnabrück ist ein Mann weniger, steckt aber nie auf, kommt besser in die Zweikämpfe und hat auch das bessere Konterspiel. Simakala mit der Direktabnahme, schön gemacht. Der FCS kann in dieser Situation nur zugucken. Erdmann und Müller viel zu weit weg vom Gegenspieler. So kann man da keinen Zweikampf beschreiten. Und kurz danach ist dann Pause. Grimaldi und Guras bedient. Die Fans des FCS glauben aber natürlich noch dran, haben sich mal verpflegt. Es gibt ja auch neue Verpflegungsbuden im neuen Stadion. Alles neu. Aber der Rückstand, der muss natürlich noch geändert werden, wenn man hier einen guten Start unter Fans ins neue Stadion haben will. Zeitz, der Antreiber, immer wieder von hinten. Jennecke ist gekommen, der flankt und Günther Schmidt völlig frei. Den kann man vielleicht sogar machen, aber gut gehalten von Hiegel. Ähnliche Situation wie in der ersten Hälfte beim 1:1. Diesmal kann der FCS sie aber nicht nutzen. Dann kommt Unterstützung im Sturm. Adriano Grimaldi und Sebastian Jakob jetzt zusammen vorne drin. Das muss doch Power im Offensivspiel geben. Grimaldi gleich wieder am Ball. Der legt ab Günther Schmidt. Und aus dem Rückraum schießt Kerber. Kerber, der 19-Jährige, dem wäre es ja zu gönnen. Macht auch heute wieder ein gutes Spiel. Und er ist ein FCS-Eigengewächs. Zentimeter trennen ihn hier vom Erfolg. Und er treibt das Spiel auch immer wieder an. Günther Schmidt spielt hinter den Spitzen. Kann ja auch vorne drin spielen. Nick Galle kommt an den Ball. Guras! Der FCS ist nach der Pause die klar bessere Mannschaft mit zwei richtig guten Chancen. Da hätte der Ausgleich eigentlich fallen müssen. Uwe Koschinat beruhigt seine Mannschaft, will ein geordnetes Aufbauspiel, bringt auch nochmal Steinkötter für noch mehr Offensive. Wieder schneller, guter Pass nach vorne. Günther Schmidt kriegt den nicht ganz rüber. Der letzte Pass will in den letzten 20 Minuten seit der Halbzeit nicht so richtig ankommen. Batz. Not amused.
wieder Nick Galle. Und dann ist es die letzte Chance. Und das hätte es fast sein können für den FCS. Das wäre das Eigentor zum 2:2 gewesen. Dann wäre es wenigstens pari gewesen. Eigentor von Erdmann. Und hier hätte es wieder ein Eigentor sein können. So aber verliert der FCS zu Hause mit Fans 3 Punkte. Der Schiedsrichter kann nichts dafür und die FCS-Fans enttäuscht. Und die feiern. Ich glaube, insgesamt müssen wir uns einfach anlasten, dass wir die Hektik, die ins Spiel getragen wurde, dass die uns komplett ausgebremst hat und dass die natürlich, ja, rückwärts betrachtet enorm vorteilhaft für Osnabrück war. Ich finde, wir sind hervorragend ins Spiel gekommen. Wir haben auch das 0:1 relativ gut verarbeitet, hatten viel Druck auf dem Spiel. Aber es darf uns logischerweise nicht aus der Bahn werfen, wenn das Spiel permanent durch unterschiedlichste Ereignisse unterbrochen ist. Wir haben uns was anderes vorgenommen. Eigentlich ist alles in unsere Karten gelaufen. Ich glaube, in der 5. Minute hat der Gegner rote Karte. Ja. Und dann haben wir einfach viel zu schlecht gespielt und haben es dann auch, glaube ich, nicht verdient, das Spiel zu gewinnen. Wenn jetzt auch Osnabrück nicht die Riesenchancen hatte, aber wir in Überzahl über 85 Minuten haben einfach nicht genug dafür getan, glaube ich, um das Spiel zu gewinnen. Trotzdem ist jetzt endlich mal wieder, glaube ich, nach einer gefühlten Ewigkeit ein wunderschönes Erlebnis war hier im neuen Stadion. Vor ausverkauftem Haus, kann man ja sagen, weil alle Tickets weg sind, aber trotzdem, ja, immerhin das war immer ein Highlight heute. Der FCS verdient verloren, weil man in Überzahl nicht mehr aus seinem Spiel gemacht hat. An der Unterstützung, der Emotion von den Rängen lag es sicher nicht. Sicher mehr daran, dass die Mannschaft keine Lösungen der Spieleröffnung fand und, wie Sven Roland gesagt hat, die Überzahl überhaupt nicht nutzen konnte und Torchancen eben absolute Mangelware blieben. Das muss schnell anders werden. Vielleicht kommt ja die DFB-Pokalpause gerade recht, ehe es in 14 Tagen gegen Duisburg um Wiedergutmachung geht. Dann auch als Live-Spiel bei uns Sportarena Extra, heißt das dann auch wieder um 13.58 Uhr. Meppen gegen Kaiserslautern haben wir gesehen, das 1:0. Magdeburg gegen Freiburg 2:0. Dabei hätten die Magdeburger gewinnen können. Doch Sauer im Tor der Freiburger verhinderte auch einen Elfmeter und viele andere Chancen vereitelte er. Wien-Wiesbaden gegen München, da fielen keine Tore, das haben Sie auch gesehen. Und bei Saarbrücken fielen gleich 3, allerdings 2 für den Gegner, für den VfL Osnabrück. Borussia Dortmund 2 gegen Waldhof Mannheim, ein weiteres Unentschieden, ein 1:1. Morgen 2 Begegnungen, Türkgücü München gegen den Hallischen FC und Eintracht Braunschweig gegen Viktoria 1898 Berlin. Am Montag dann die Würzburger Kickers gegen Verl und das Spiel der Duisburger gegen Havelse soll am 8. August stattfinden. Ein Blick auf die Tabelle. Ganz oben Magdeburg, allerdings, wenn Sie genau hinschauen, nur 4 Zähler. Keine Mannschaft hat 2 Spiele in dieser Liga gewonnen. Okay, haben auch noch nicht alle Mannschaften 2-mal gespielt. Denn Dortmund 2 und München folgen auf den Plätzen, ebenso mit 4 Zählern. Der Hallische FC, der VfL Osnabrück und Viktoria Berlin mit jeweils nur einem Spiel und damit mit der Chance, noch dreifach zu punkten. Und danach kommt der erste FC Saarbrücken auf Rang 7 mit 3 Zählern. Bei einem Sieg heute wären die Saarbrücker zumindest für eine Nacht Tabellenführer. Kaiserslautern mal wieder unten. Allerdings nach 2 Spieltagen hat das noch keinen hohen Stellenwert. Waldhof Mannheim, Duisburg, Würzburg und Havelse stehen einfach schlechter da.